Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Schaut mal, was ich hier Schönes habe. Jawohl, die Marvel Collector's Core X-Men. Kennt ihr das noch? Das war das Titellied von den alten X-Men. Und so, jetzt klinge ich auch wieder normal. Wo ist die Box zugeklebt? Die ist gar nicht zugeklebt. Gar nicht ist sie zugeklebt, das ist gut, dann kann ich sie gleich mal aufmachen. Box Artwork ist wie immer schlicht gehalten. Na, früher waren die Boxen ja immer mit so Artworks oben drauf. Das machen sie schon seit einer Weile nicht mehr. Ist ja jetzt auch anders vom Vertrieb her und so. Ja, diese Box habe ich dank des lieben Dominik. Dominik, an dieser Stelle vielen Dank, dass du mir die kurz zum Zeigen zur Verfügung gestellt hast. Wenn ihr diese Box haben wollt, könnt ihr euch in der Franco-Sammelkiste beispielsweise anmelden. Na, oder ihr sprecht direkt Dominik an von Mighty Underground. So, was haben wir hier drin in der Box? Ja, hier ist schon mal die Spoilerkarte direkt oben drauf. Das ist natürlich super gemein. Packe ich mal beiseite. Nächstes Mal andersrum. Die nächste Box ist übrigens die Captain Marvel Box. Die habe ich hier tatsächlich auch schon unten stehen. Dann werde ich demnächst auf dem Kanal auspacken. Na, werdet ihr also auch sehen können. Item Nummer 1 ist einer von diesen wunderbaren Funko Pens. Diese Stifte. Und hier haben wir Wolverine. Da kommen dann so die Klingen raus. Na, ich kann eine Klinge kann ich machen. Guck mal hier so. Das ist Wolverine als Funko-Stift. Sehr witzig. Ich finde, die sehen echt niedlich aus. Ich find, könnt ihr das... So, mach scharf. Keine Ahnung, ob er scharf ist. Aber er ist süß. Die sehen echt niedlich aus. Da sind diese kleinen Mini-Funko-Pops oben drauf. Das kann schon was. Ja. Ich habe tatsächlich noch nie so einen Stift benutzt. Ich habe einen, aber der klemmt da oben irgendwo dazwischen. So, das nächste, was wir haben, das ist auch zu geil. Das muss ich auspacken, um es euch zeigen zu können. Anders geht das nicht. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hier aus der Packung. Ja. Das ist auch zu geil. Oh, die sind da total flauschig. Das ist ja mega cool. Boah, die sind voll weich. Oh, sind die cool. Das ist total beknackt, aber irgendwie auch geil. Das sind Socken, ne, mit einzelnen Zehen. Ne, und könntet ihr jetzt sagen, oh, Krümelmonster-Socken. Ne? Kekse. Warte, ich mach das. Warte, wir kriegen das hin. Kriegen das hin? Na, warte. Kekse! Kekse! Gib mir Kekse! Ich brauche noch Augen. Habe ich noch irgendwelche Augen, die ich oben drauf machen kann? So kann ich das machen. Kekse! Aber das ist nicht Krümelmonster. Das ist ja schließlich eine Marvel-Box. Nein, wir haben es hier zu tun mit Füßlingen für Beast. Ja, Beast. Ihr kennt Beast, das blaue Viech. Ne, und der hat halt normalerweise keine Socken an und dafür sind die dann hier gedacht, mit einzelnen Zehen. Das finde ich lustig. Witzig, wie klein der große Zeh ist. Da passe ich niemals rein. Welche Größe haben die Dinger denn? Size. Adult. One size fits all. No size fits me. Oben haben sie noch so ein kleines X-Men-Symbol. Finde ich aber cool. Die sind witzig, weil die sind sau weich. Fassen sich voll gut an. Ich glaube, die sind mega bequem. Ja. Das ist schon nice. Oh, da ist ein bisschen Delle drin. Dann haben wir ein Notebook. Das brauche ich nicht auspacken. Na, ihr seht das. Es ist ein Notebook. Steht da auch, ob das liniert ist oder kariert oder irgendwas? Hm. Keine Ahnung. Steht hier nicht mit drin. Aber es ist auch nicht so wichtig. Es ist ein Notebook und es steht drauf Xavier School for Gifted Youngsters. Na, könnt ihr benutzen, wenn ihr dann an Professor X seiner Schule angenommen werdet. Wenn ihr denn Mutanten seid. Ja. So ist das. So. Das nächste, was wir hier haben, das ist etwas, da habe ich auch von anderen Leuten schon gehört, dass das tatsächlich in der Box oftmals leicht beschädigt ankommt, weil halt oben viel alles andere, oben wird alles, wurde alles andere draufgelegt. Das heißt, die Socken lagen direkt hier drauf und deswegen seht ihr das auch hier schon, ist das Ding natürlich nicht im Idealzustand. Aber das ist ja eine Rock Candy und Rock Candies sind sowieso tausendmal geiler, ja, sage ich euch, wenn man die out of box hinstellt. Ja, die habe ich bei mir alle im Flur stehen, out of box. Und das hier oben ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Aber das ging gar nicht anders, weil der Karton so klein ist. Also da hat Funko keine gute Arbeit geleistet. Dann nehmen sie den kleinsten Karton und machen das Ding bis oben hin voll. Na, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen ist das hier so runtergedrückt, was eigentlich nicht so sein soll. Und hier vorne ist es halt auch eingedellt. Wir haben hier einen Rock Candy zu Dark Phoenix. Und der sieht wunderbar aus. Ich finde, das ist einer der schönsten Rock Candies, die wir überhaupt haben. Finde ich richtig, richtig toll. Und ich bin ja riesen Rock Candy Fan, von daher ist das natürlich was Feines. Ne?
Hier könnt ihr nochmal auf der Rückseite sehen, wie der Kollege aussieht. Nein, wie sie aussieht natürlich. Dark Phoenix. Ja, ich bin gespannt. Da kommt jetzt der nächste Film. Na, sozusagen der letzte Film aus, von Fox direkt. Jetzt ist Fox ja übernommen worden von Disney und dementsprechend ist auch das ganze Mutantenkorps jetzt Teil des MCUs. Und da gibt es halt aber noch einen letzten Film vorher und das ist halt die Dark Phoenix-Saga. Ne? Bin gespannt, ob die Sophie Turner, die ja hier die Jean Grey spielt, ob die das hinkriegt. Ich glaube, die hat leider nicht genug schauspielerisches Talent, aber ne? Gut, bei Game of Thrones kann sie es auch nicht so zeigen, aber auch in den letzten Filmen von X-Men fand ich sie doch relativ schwach und ich weiß nicht, ob sie das hinkriegt. Aber gut, Details, Details, ist jetzt nicht so wichtig. Und wir haben hier noch einen Pop drin und dann ist die Box auch schon wieder leer, ja. Oh, der Pop, der ist überall offen, aber das ist ja ganz praktisch, dann kann ich den auch gleich zeigen. Na, dann ziehe ich den nämlich gleich mal so raus und zeig ihn euch, so. X-Men, immer schön mit dem Marvel Collectors Cost Sticker, das finde ich immer sehr, sehr, sehr toll. Dann holen wir den mal raus, der hat noch so einen Flug-Standy hier mit hinten drin, den brauchen wir jetzt aber im Moment nicht, denn wir wollen ja nur diesen Pop sehen, den Standy werde ich nicht extra aufbauen. Es ist wie üblich, ne? Auch der Rock Candy ist übrigens auch ein Bubblehead, dass die Funko Pop Kollegen von Marvel alles Bubbleheads sind. Komischerweise nicht bei allen Movie Moments, es gibt mindestens einen Movie Moment, wo es keine Bubbleheads sind, da waren wir auch alle sehr irritiert. Ja, aber der bobbelt nicht besonders, weil der hat ja seine Flügel. Das ist natürlich Angel. Angel in dieser Variante sieht natürlich mega geil aus. Ne? Vor allem, weil er auch so eine fliegende Pose hat. Das finde ich ziemlich cool, das Ding. Ja, der ist halt nicht so standardmäßig. Also sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ja, der sieht toll aus. Ja, könnt ihr auf der Rückseite nochmal gucken. Da hat er seine Wings. Ja, Booty-Check für die Mädels unter euch. Da könnt ihr nochmal gucken, wie der Poppes aussieht. Ja. Ja, und die Flügel sehen echt toll aus. Das haben sie wirklich gut gemacht. Das ist wirklich ein schöner Funko Pop, muss man so sagen. Ja, also richtig, richtig geil. Ja, das war schon tatsächlich die ganze... Ich gucke mal auf die Spoilerkarte. Ja, das war die ganze X-Men-Box. Na, wir haben einen wunderbaren Pop. Wir haben eine wirklich wunderbare Rock Candy. Wir haben einen lustigen kleinen Kugelschreiber oder Stift halt. Wir haben das Notebook, das natürlich praktisch ist und gut zum Stift passt. Und wir haben wunderbare, flauschige Socken. Ja, kein T-Shirt. Ist hier nicht mit drin. Ich finde die Box recht witzig. Mir gefällt die sehr, sehr gut. Ich feiere sehr diese Rock Candy Figur. Die ist wirklich, wirklich gut gelungen. Ich finde den Stift total niedlich. Ich finde die Socken geil, weil die irgendwie total flauschig sind. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr so eine Box haben wollt, wie gesagt, ne, einfach bei Dominik melden oder in die Funko-Sammelkiste. Da könnt ihr unten in der Videobeschreibung einen Link sehen. Einfach reingehen, fragen, hey, wo kriege ich die Marvel Collectors Core Box her? Der kann die euch besorgen. So. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ne? Kennt das Spielchen, ne? Lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir gerne ein Abo da, drückt auf die Benachrichtigungsglocke, gebt mir Kommentare, was ihr von den Sachen hier haltet, schaltet wieder ein und jetzt bin ich raus. Euer X-Men. Tschüss.